Geliebter Vater, von ganzem Herzen danken wir dir, dass wir jetzt auf diese Friedensreise gehen durften und dass du uns geholfen hast, dass sie wirklich stattfinden konnte. Als erstes sehe ich jetzt die gerissenen Straßen von Neapel, die Wesenheiten des Feuers, die unter der Kruste der Erde sitzen und nur darauf warten, ob es losgeht, wann es losgeht, wie es losgeht oder ob es nicht losgehen muss. Ich sehe, wie die Menschen Angst haben, wie sie sich verflüchtigen. Ein ganz großer Teil ist schon weg, der woanders lebt oder woanders noch eine Unterkunft hat. Wir wissen, Vater, dass die Vulkane auf die Menschheit reagieren. Und deswegen rufe ich jetzt zuerst die Wesenheiten auf, die in der Atmosphäre sitzen und immer noch gewisse Organisationen schüren mit ihren Ideen. Wisst ihr nicht, dass alles, was ihr jetzt gerade an Ideen schürt, auf euch wieder zurückfallen wird? Ihr seid nachher die Ersten, die die heiße Lava ins Gesicht bekommen wird, wenn ihr das durchzieht, was ihr vorhabt. Erschrecken? Gott sei Dank! Hoffentlich rüttelt das Erschrecken euer Gewissen so weit auf, dass ihr jetzt wisst, dass das wirklich jetzt eingeschaltet werden muss, um das Schlimmste zu vermeiden, was jetzt immer noch in euren Ideen hängt. Guckt euch jetzt mal eure Ideen an. Vater macht sie sichtbar für euch. Aber schaut nicht nur in die erste Schicht, wo ihr sie durchführen wollt, sondern schaut in die nächste Schicht, wo eure Austragung kommen wird. Schaut einmal, es ist nur ein gewisser kurzer Weg bis zu eurer Austragung. Denn die Austragung, die kommt jetzt schneller, viel schneller als ihr denkt. Und ihr werdet sehen, wie ihr dann darunter zu leiden habt. Ihr mitsamt euren Familien, die das Gleiche gedacht haben. Wie das auf einmal auf euch zurückpurzelt und euch ganz schön in die Bredouille nimmt. Und das aber nicht nur für einige Tage und einige Wochen, sondern für eine lange, lange, lange Zeit. Ihr seht, wie an den Wegrändern die verbrannten Leichen liegen. Und ihr spürt das Leid der Menschen, den Schmerz, den ihr ihnen verursacht habt. Ihr spürt, wie es ihnen wehtut, wie es euch wehtut. Und in dem Maße, in dem ihr das noch durchzieht, was ihr an Ideen im Kopf habt, wird das herunterkommen auf euch, was ihr erdacht habt für die anderen. Wie sollen wir das wieder gut machen? Ihr seht es, wie die Risse in der Straße. Flickt es, schaut zu, dass vieles gar nicht mehr passieren muss. Regt die an, die immer noch die Ideen haben, die ihnen eines Tages selber wehtun werden, und zwar gewaltig. Schaut zu, dass ihr aus euren Ideen, die aus euren Köpfen entspringen, gute Ideen macht. Ideen, die ihr wirklich dann vertreten könnt. Ideen der Reparatur, Ideen der Wiedergutmachung. Das hilft euch, das Schlimmste zu vermeiden, was ihr jetzt dabei seid, im Negativen durchzuführen. Wenn ihr euch wandelt, muss das Negative nicht mehr eintreten. Ihr müsst natürlich noch die Handlanger, die das durchführen, was ihr ihnen eingegeben habt, zur Wandlung bringen und ihnen sagen, dass ihr es selber seid, die ihr verstanden habt, dass es so nicht geht, dass ihr dann leiden werdet ohne Ende, alle, die ihr daran beteiligt seid. Oh,
Ihr haltet jetzt euch die Augen zu. Auch das hilft euch nichts, wenn ihr nicht jetzt anfangt, es ganz schnell wieder gut zu machen. Helft, dass die Lügen und die Unwahrheiten und die Heucheleien alle an die Oberfläche kommen, dass nichts mehr von dem bleibt, weil das ist eure einzige Rettung, euch vor dem zu bewahren, was sonst automatisch auf euch zurückfällt, und zwar in gewaltiger Kraft. Ihr wisst es, ihr habt es schon bei anderen gesehen, die in derselben Austragung standen. Jetzt seid ihr dran. Wollt ihr das? Wenn nein, dann schaut zu, dass ihr euch umdreht und alles wieder gut macht, alles aufhebt, alles nicht eintreten lasst, was ihr durch eure Gedanken und Ideen verursacht habt. Vater, ich bitte dich jetzt von ganzem Herzen für diese Wesenheiten, die jetzt da sitzen, Hände vor den Augen und die jetzt wirklich verstanden haben, was sie erwartet, wenn sie weitermachen. Sie stehen auf, nein, 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 schreien sie und möchten von dem, was sie da erwartet, gar nichts hören und auch gar nichts sehen. Ah, ah, das geht nur, wenn ihr euch beeilt, jetzt in die Wiedergutmachung zu gehen und das zu stoppen, was ihr schon angefangen habt zu tun. Wirklich? Fragt ihr. Ja, anders geht es nicht. Vater, ich bitte dich, dass die Einsicht jetzt eine komplette wird. Ist sie schon, sagst du. Dann bitten wir jetzt doch Michael, dass er diesen Wesenheiten alles rauszieht. Oh, das ist aber viel, sagt Michael. Viel Boshaftigkeit, viel Heuchelei, viel Lüge, viel Verdrehung. Und Michael zieht und zieht und zieht, und zwar aus dem Pobacken von diesen Wesenheiten. Sie sitzen dort und Michael zieht nach unten alles raus, was geht. Oben von ihrem Kopf her wird's schon heller. Und sie zucken und es tut ihnen weh. Im Kopf, in der Schulter, überall. Ja, das müsst ihr jetzt durchhalten, sagt Michael. Da, wo sich die Boshaftigkeit löst, da sind immer Narben. Und da ist immer noch Schmerz. Und zwar eine ganze Weile lang. Bis all das herausgezogen ist, was in euch steckt und was ihr jetzt bereit seid abzugeben. Amen.